Servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde hier auf Mediasport. Das immer wieder Auftakt Autocross-Europameisterschaft im ostdeutschen Seelo. Ein Heldenwetter, blauer Himmel, strahlender Himmel, tolle Autos, viele neue Autos, neue Namen, eine sehr gute Strecke, sehr viele Zuschauer. Also ein Auftakt in die Saison 2018, die wir uns Ihnen alle gewünscht haben. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß wie ich an den nächsten ungefähr 40, 45 Minuten. Ich freue mich drauf. Los geht's. Die Autocross-Saison ja, ist wieder in vollem Gange, kann man schon sagen. Wir haben die ersten Fahrzeuge auf der Strecke gesehen. In Seelo scheint die Sonne und der Vorsitzende ist glücklich. Rudi Kulicki, wie geht's dir? Gut. Ich freue mich, dass wir die Auftaktveranstaltung haben und freue mich auch über die vielen Zuschauer heute schon, die heute an die Strecke gekommen sind. Und vor allen Dingen, dass wir die ersten Runden in diesem Jahr alle bisher unfallfrei über die Bühne bekommen haben. Das spricht für eine gute Strecke, ne? Ja, wir haben ja vor vielen Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt und es scheint immer noch ganz gut zu halten, sodass wir auch hier gute Drifts sehen und ja, alle freuen sich darüber. Hast du eigentlich Probleme, wenn ich sehe, das ist eine Rennstrecke mitten in der Stadt? Das hat ja mit Staub, mit Lärm und so weiter. Geht das ohne Probleme? Wir sind ja schon seit 1976 hier ansässig mit der Autocross-Strecke. Vorher war es ein Motocross gewesen. Die Strecke ist gewachsen mit den Anwohnern ringsherum und die freuen sich alle über die vielen Jahre. Man sieht es ja auch oft in Häusern hier, früher waren noch mehr Leute da, dass sie sehr interessiert sind an dieser Veranstaltung und es gibt keine Probleme, gar nicht. Im Gegenteil, die sind alle lange, lange heiß auf die Veranstaltung und freuen sich und sind auf unserer Seite. Auch die Stadt, die Behörden, wir haben hier absolut eigentlich gar keine Probleme. Gibt es noch einen Wunsch, den du so am Anfang von der Veranstaltung mal äußern möchtest oder einen Wunsch für die Saison? Was geht so in deinem Kopf vor, wenn du diese vielen tollen neuen Autos siehst? Wenn ich die vielen tollen Autos sehe, würde ich mich freuen, wenn noch viele, viele Zuschauer kommen würden. Denn es kostet ja doch so viel Geld alles, das kann sich keiner vorstellen, der nur auf dem Hang sitzt und zuschaut. Das hat also eine wahnsinnige Summe an Kosten verursacht. Und je mehr Zuschauer, desto besser fühle ich mich selber und die ganze Veranstaltung ist viel lockerer und viel schöner. Bart van de Putten, mit neuem Material in die Saison. Mediasport Junior bist du geblieben. Das ist gut so. Und jetzt gibt es ganz viel Arbeit. Was ist los? Ja, wir hatten einen guten Tag gehabt. Eine Zeittraining hatte ich zwei Zeit gefahren, das war super. Auto läuft sehr gut. Aber in der ersten Mainz lag ich auf der zweiten Platz und dann war der Motor kaputt gelaufen. Und ja, dann hatten wir was Arbeit zu machen. Das sieht nach ganz viel Arbeit aus. Sag mir noch eins, warum diese kleinen Räder? Ja, wir hatten. Wir glauben, dass das besser ist als Michelin, dass die Motor dann besser am Gang bleibt und mehr Grip hast. Dus. Okay, ich denke, ein neuer Motor ist dabei. Das heißt, morgen bist du wieder da und musst aber von ganz hinten ran, ne? Ja, das wird schwer, aber ja, ich mache das fair. Kommt gut. Ja genau, und das hat er am Ende des Tages auch sehr gut gemacht. Jakub Nowotny, das ist der Mann, der jetzt in Alpha Racing Werksfarben bei den Junior Buggies unterwegs ist. Ganz hinten haben wir den Jean-Paul Strobelt gesehen, den jungen Deutschen, der jetzt einsteigt mit einem allerdings technisch total unterlegenen Auto. Hat vorne mit der Spitze nichts zu tun, der wiegt 55 Kilo zu viel. Dieses Fahrzeug ist auch mit Serienmotor unterwegs. Das ist vorne ganz anders. Während man hier sieht, also Daniel Putlün und Thijs Kovacs kommen hier in der Schikane aneinander und der Teamkollege Jakub Nowotny fährt auf und davon. Und da hat sich einer mit Sicherheit ein bisschen erschrocken, nämlich der amtierende Meister Jutz Krentschis. Der wollte auf jeden Fall wieder mal locker und entspannt vorne vorwegfahren. Das geht aber nicht. Er hat ja auch ein Alpha Racing Auto, aber eben keinen Werkswagen und der musste sich strecken, um überhaupt Zweiter zu bleiben.
im Moment auf der 3, da haben wir ihn gesehen, das ist ein ganz neuer Holländer, Ricardo Otto, der hat es faustdick hinter den Ohren, kann ich Ihnen sagen. Ich weiß nicht, ob er die Saison durchfährt, auf jeden Fall haben wir mit dem noch eine Menge Spaß, denn der hat auch in den Vorläufen schon für richtig viel Furore gesorgt. Es gab übrigens zwei Gruppen, also die Junior Buggies mit 14 Teilnehmern, auch sehr, sehr gut hier besetzt zum Saisonauftakt schon. Wie gesagt, Jakub Nowotny im Alpha Racing Werksauto, also das ist ein Auto, was komplett von Ladislav Hanák vorbereitet wird und da muss er dann nur noch einsteigen auf den Rennen. Tja, der Mediasport Junior, da sehen wir es und diese kleinen Reifen, die haben wirklich alle überrascht und ich behaupte jetzt mal, wenn der nicht so Probleme gehabt hätte mit seinem Motor, dann wäre der viel, viel weiter vorne gewesen, denn das ist ein Riesenweg, wenn du da hinten dich anstellen musst und dann bis ganz nach vorne fahren musst. Hier wieder Ricardo Otto, der war natürlich ein bisschen weiter vorne, der hat es aber jetzt mit dem Russen Timofey Ovtcharov zu tun und der fährt ja schon ein bisschen länger in der Europameisterschaft, fährt schon länger hier bei den Junior Buggies. Schön, dass er wieder dabei ist. Es ist ja noch die alte Verkleidung von Alpha Racing, diese etwas rundlichere. Und die neue fährt hier vorne zum Sieg, zum ersten Sieg in diesem Jahr. Natürlich beim ersten Rennen ist das logisch. Jakub Nowotny, ein super schneller Mann vor Just Krenčís und Timofey Ovtcharov wird dann noch Dritter vor Bart van de Putten und er sagt, das Finale war total super, Auto perfekt. Mein Papa hat mir geholfen und mir gesagt, wo ich mich hinstellen soll. Das war die einzige Stelle, wo es kein Wasser hatte und danach war es ehrlich gesagt ziemlich easy. Also ich freue mich über einen guten Start in die Saison. Das ist die erste Tabelle des Jahres und dann schauen wir mal, was passiert. Die Touring Cars, okay, da waren es jetzt keine 14 Autos, sondern da hatten wir 10. Grillenersdorf, du strahlst, dafür gibt es auch allen Grund. Ist das Geheimnis, möglichst nicht zu testen vorher, dass es richtig gut läuft? Würde ich nicht sagen. Also man merkt schon, dass die Praxis fehlt. Ne? Der Winter ist schon sehr lang und es ist schon noch ziemlich Aufholbedarf. Ja, aber wenn ich sage, das erste Training war super, du warst ganz vorne mit dabei, bist dann noch ein bisschen durchgereicht worden, aber ich glaube, das Konzept passt, das Auto funktioniert. Doch, ich denke schon. Also es hat sich richtig gut angefühlt heute und ich denke mal, wenn wieder mehr Fahrpraxis da ist, dann wird das auch besser. Das heißt, was geht für morgen noch? Naja, ein Platz ist besser, ich darf in der Reihe aussuchen, weil meinen Startplatz, den hatte ich falsch gewählt und nicht richtig gestartet. Also die Ampel ging zu früh, also es waren keine 5 Sekunden und das will ich morgen besser machen. Habe heute noch ein bisschen geluncht, wie die Abstände sind und ich hoffe, es gelingt mir morgen besser. Also 5 wäre schon gut. Barte Haas, endlich jetzt auch mal im Rennanzug. Du bist das erste Mal in der Autocross-Europameisterschaft mit einem Touring-Car. Wie war's? Ja, Spaß. Musste viel lernen. Man, ja, ganze Wochenende muss Spaß haben und mehr nicht. Und grün. Du hast jeden Tag mit Autocross zu tun, du baust jeden Tag Chassis und hast dann am Wochenende auch noch Lust, wieder Autocross zu machen. Ja, sicher. Ich habe 2 Jahre nicht gefahren und habe mit Verkühringen einen Deal können machen für mit einem Sprinter tauschen und hier und da. Und da habe ich gesagt, gut, dann gehen wir wieder fahren. Und dann Europameisterschaft. Und bis auf diesen Moment. Sehr gut. Also das Auto sieht fantastisch aus. Es scheint gut zu funktionieren. Fehlt noch ein bisschen Speed oder fehlt dir der Speed? Nee, bei mir fehlt der Speed. Nein, das ist, bist du nicht gewöhnt. Sowas, das ist eigentlich nicht normal. Wenn du aus der Kurve kommst und schalt, dann paf, paf, dann geht er weg. Und in der ersten Zeittraining an 6. Platz. Und zweite Zeittraining hinten, Gelenk gebrochen und raus. Und dann, ja, erster Start. Start war gut, nachher, ja, ging nicht so gut. Also ich denke, du musst dich erst noch dran gewöhnen. Das Auto und du, ihr seid noch keine guten Kumpels, oder? Nee, noch nicht. Wir haben nicht getestet, gar nichts. Und das merkst du. Kein Test, ja, das ist nicht gut. Du kannst Buggies bauen für alle Klassen, Crosscards mit Heckantrieb, mit Allrad, alles. Wenn ich einen Tourenwagen haben will, kann ich dann auch zu dir kommen? Baust du jetzt auch Tourenwagen? Auf den Moment noch nicht. Maschinen. Wie weiß? Ich weiß nicht. Da sind auch viele Leute für Anfragen für Rallycross. Schwingen und hier und da. Und
Vielleicht, wenn das neue Lager fertig ist, aber dann... Du was können machen, ich weiß auch nicht. Ja genau, Bartehaas, nimm mich beim Wort, wenn das neue Lager fertig ist, kommen wir mit der Kamera mal schauen. So, wie gesagt, wir hatten 10 Autos bei den Touring Cars, im Finale waren es dann nur noch 9 und Václav Pfeiffer, der den dritten Lauf ganz entspannt und fast ein bisschen arrogant ausgelassen hatte, der setzt sich hier mal in Führung, weil der wusste genau, was er für ein Auto dabei hat und er wusste genau, dass er sie heute alle bezwingen kann. Es gab auch neue Leute dabei, neben Bartehaas, den Chef von Peters Autosport, den wir ja gerade gehört haben, der Österreicher Manfred Beck in einem ja sehr skurrilen Auto, in einem Citroen Cactus mit 1,6 Liter Turbomotor. Das war ein sehr interessantes Projekt, ein sehr interessanter Einstieg. Ich bin gespannt, was da noch geht. Und wir haben einen neuen Russen, Evgeny Batmajew, einen wirklich sehr, sehr schönen Ford Fiesta. Da geht bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Aber viel mehr als bei dem ja, späteren Sieger, ich kann es vorwegnehmen, geht an diesem Wochenende nicht. Denn Pfeiffer war der Mann der Stunde hier. Der möchte die 1 am Ende des Jahres auf sein Auto kleben. Das war mal die Botschaft. Und wie gesagt, wenn du den anderen zeigst, ich brauche den dritten Lauf gar nicht fahren. Ich weiß genau, wie es geht. Ich stehe in der ersten Reihe. Ob ich erster, zweiter, dritter bin, ist völlig egal. Naja, schauen wir mal. Überraschungsmann hier sicherlich. Das ist der Italiener Michele Ottoboni, der ja das Vorjahresauto oder das Vorvorjahresauto von Pfeiffer mit dabei hat. Der fährt hier auf eine saubere 3. Und Martin Samohil, der am Anfang des Wochenendes wieder ganz schnell war, dann hat er wieder irgendeinen Kram veranstaltet, da ging wieder nichts mehr. Und dann hat er sich vorgefahren bis auf die zweite Position. Und hier sehen wir Ottoboni, der dann auf die 3 fährt. Und das ist das Auto vom Österreicher Manfred Beck. Also über Schönheit lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Es ist ein Farbklecks und noch ein bisschen mehr. Das Auto geht wirklich sehr gut und der hat das auch super gemacht. Ich bin gespannt, wenn der die Saison mal durchfährt, da wird er für die ein oder andere Überraschung sorgen, gerade weil er ein anderes Konzept fährt. Keinen 2-Liter-Turbo, sondern nur einen 1,6-Turbo. Das macht sich vielleicht im Geldbeutel ein bisschen bemerkbar, aber sicherlich am Ende des Tages auch beim Gewicht. Und da ist er sicherlich ganz weit vorne. Da ist der Sieger Pfeiffer, Václav Pfeiffer aus Tschechien, dann Martin Samohil und Michele Ottobono. Den musst du abends einfangen, so hat der sich gefreut. Also Pfeiffer ist very happy, wie er sagt. Das Finale war super für ihn. Das Wichtigste war der Start und der war gut für ihn. Und danach war es ehrlich gesagt relativ einfach. Vielen Dank an meine Helfer. Im Vorfeld war es nicht ganz so einfach. Nicht wegen meinem Auto, sondern wegen meinem alten Auto, dem Auto von Michele Ottoboni. Da haben wir uns Tag und Nacht drum gekümmert, aber der Erfolg gibt uns recht und ich bin froh, dass wir die Plätze 1 und 3 belegt haben. Das ist der Stand nach Selo. Steven Laubach, ich würde sagen, ein harziger Start erstmal. Es gibt genug zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also Start war nicht ganz optimal jetzt im ersten Heat, aber ich meine, die Saison ist ganz, ganz lang. Das ist der erste Heat. Das Auto ist im Grunde genommen heile über den Heat gekommen. Ja, leider habe ich ein kleines Startcrash gehabt am Anfang. Hat mich auf den 6. Platz gespült. Ich konnte mich dann noch, glaube ich, auf 4 nach vorne fahren. Ja, jetzt morgen neues Spiel, neues Glück. Von der zweiten Reihe Vollgas, voller Angriff und dann... Genau, haben ein bisschen noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Ist noch nicht hundertprozentig da, wo ich sein möchte mit den Zeiten, aber das kriegen wir schon noch hin. Was ist anders gegenüber dem Vorgängermodell? Das ist ja ein neues Auto. Ich glaube, Bert Behlen hat mal drin gesessen und der Motor ist auch neu. Völlig anders zu fahren oder vergleichbar? Ja, es ist der Motor ist ähnlich vom letzten. Das ist natürlich auch ein Hayabusa-Motor von einem anderen Hersteller, von Rollos aus Holland. Der hat auch der geht oben raus ein bisschen anders wie der andere Motor, aber grundsätzlich sind die eigentlich ähnlich, sage ich jetzt mal. Fahrverhalten ist ein bisschen anders. Durch die Pendelachse jetzt wie im letzten Jahr muss ich mich auch vom Fahrverhalten noch ein bisschen dran gewöhnen, denke ich. Aber das sollte jetzt jeden Heat besser werden, hoffe ich. Kevin Peters grinst und strahlt. Das Auto hört sich unglaublich gut an und es sieht so aus, als wenn du mit einem ausgereiften Paket hier unterwegs wärst. Ja sicher, ich meine, die Erfahrung von den ganzen Jahren steckt da drin, vom Rahmen her und dann letztes Jahr die Tests halt mit den Triumph-Motoren. Alles hat letztes Jahr soweit ja geklappt gehabt und dieses Jahr haben wir die Technik wieder da in den Chassis angebaut, wo wir schon jahrelang jetzt damit gefahren sind und über Jahre herausgefunden haben, wo Kinderkrankheiten sind und das haben wir jetzt alles zusammengewürfelt und damit gucken wir, dass das Beste draus wird. Ja, ich glaube, wenn ich an dir runterschaue, du hast auch ein bisschen an dir gearbeitet, ne? Bist fit? Ja, ich bin fitter geworden. Das heißt, ab Januar habe ich angefangen,
ein bisschen mit Training, Laufen gehen und alles und dann auch Ernährung aufgepasst, reduziert, viel Wasser getrunken. Somit habe ich jetzt 15 Kilo runter bis jetzt und bin ich sehr zufrieden, ich fühle mich besser und ich musste sogar einen neuen Sitz wieder einbauen. Da. Also jetzt mal ohne Quatsch, merkst du das im Auto? Bist du schneller, wacher? Kannst du schneller entscheiden? Ja, sicher merkt man das im Auto. So an sich ist man schon besser drauf und körperlich her viel besser. Und dann natürlich, wenn man am Körper nicht irgendwo zu arbeiten hat, dann fällt das Fahren viel einfacher und dadurch ist man auch schneller. Ne? Lass uns über Rennen sprechen. Heute war das relativ ungefährdet im ersten Lauf, oder? Ja, sicher. Ich meine, erster Lauf war super, Start-Zielsieg. Ich meine, was kann man sich Besseres vorstellen? Natürlich, die Hauptkonkurrenten wie Warneig und Nikodem sind extrem, extrem schnell. Laufzeiten gerade geguckt, war aber 2 Sekunden Unterschied und da mache ich mir noch meine Gedanken und dann gucken wir morgen, wie es da weitergeht. Im Training warst du der Einzige, der den beiden annähernd folgen konnte, der Einzige. Ja, ich habe mich gleich wohlgefühlt im Auto. Ich war halt unter der 37er-Marke auch mit den anderen und wo die anderen nicht hinkamen, habe ich mir das Ziel auch gesetzt, den beiden zu folgen und auch schneller zu sein als dieses Jahr als die. Weil das sind die Messer, die beiden Jungen da und die sind richtig fix unterwegs. Also top. Und Michael Budelmeier strahlt endlich mal wieder. Wie ist es gelaufen heute in Selo? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir waren im Training 7. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, von der Schnelligkeit wieder etwas besser geworden und kommen langsam wieder mit. Im ersten Lauf war es nicht ganz so gut. Am Start kam ich eigentlich wohl mit, aber am Ende war es nur der 4. Platz. Mit der Platzierung bin ich nicht ganz so zufrieden, aber ich denke, morgen wird es besser. Vor allem, ich sehe dich kaum schrauben. Ne? Das ist alles heile. Hast du was ganz Stabiles gebaut über den Winter? Ja, wir haben versucht, alles etwas stabiler und haltbarer zu machen. Und ich denke, wir haben an den richtigen Schrauben gedreht. Das ist sehr schön. Das wievielte Jahr fährst du jetzt mit diesem Konzept? Oh, ich glaube, ich würde sagen 5 Jahre oder 6. Jahr. Ich glaube seit 2011. Alles klar. Was geht realistisch hier am Wochenende noch? Ich hoffe, dass ich ins Halbfinale komme und am Ende im Finale stehe. Und ja, wir schauen mal. Max und Bob Schahn, endlich sehe ich euch mal zusammen auf dem Autocross. Bob, der erste Lauf in der Autocross-Europameisterschaft. Wie war's? Es war super, der Start schon allein, das ging so gut weg. Ja, ich sage nochmal Danke an alle Helfer und so. Und ja. Also macht's dir Spaß oder macht's dir keinen Spaß? Es macht super Spaß, Allrad zu fahren, das ist so geil. Das auch hier die Strecke, die ist richtig geil und ja. Was geht morgen noch? Ich hoffe mal nochmal erste Reihe, das wäre super. Okay, ich drücke die Daumen. So, Max, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, bist ein bisschen cooler unterwegs. Wir haben schon viele Interviews geführt. Wie geht's dir? Bei mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ja, heute lief eigentlich nicht ganz so gut. Hat Start ein bisschen verschlafen, aber der Rest ging wieder gut. Also ich habe das Gefühl, da ist wie so ein Knoten geplatzt. Du bist richtig schnell unterwegs. Ja, man, irgendwann lebt man sich einem in der Europameisterschaft und dann ist man froh, wenn man mit den anderen mithalten kann. Wenn man mal endlich das gleiche Material hat. Sonst bin ich immer mit dem originalen Motor gefahren und jetzt haben wir endlich mal auch mehr Power. Und dann ist das ein bisschen einfacher, mit vorne beizufahren. Markus Wibbler, im Winter haben wir uns gesehen, da war es noch kalt und da war noch überhaupt nichts zu sehen am Auto. Jetzt ist es warm, wir sind in Selo und der erste Tag ist hinter uns. Wie geht's dir? Ja, wir hatten anfangs ein paar Probleme. Wir haben neue Stoßdämpfer ausprobiert, das war eher ein Verschlimmbessern. Zeittraining waren wir 16. jetzt im ersten Lauf. Konnte ich mich als 3. noch über die Linie retten. Wir hatten ein paar thermische Probleme, aber wir sind ziemlich zuversichtlich zu morgen. Bist du enttäuscht, dass es nicht noch besser ging? Es ist das erste Rennen, es ist immer wieder alles, ja nicht neu, aber irgendwie schon anders wieder jetzt. Und wir sehen morgen mal weiter. Genau, also das heißt, jetzt mit dem ganz neuen Motor geht es auch nochmal wieder Step by Step. Also ihr seid noch nicht Freunde. Ja, man muss sich da auch schon wieder ein bisschen umgewöhnen. Da sind schon wieder ein paar Drehzahlen mehr und ja, das ist alles wieder ein bisschen anders. Und ach, ich denke, wir gewöhnen uns noch aneinander. Also du siehst so aus, als wenn du viel geschraubt hättest die Woche. Das heißt, das Rennen ist jetzt pure Entspannung für dich. Ja, definitiv. Wir haben Dienstagabend den Motor gekriegt. Da gab es dann 2 Stunden Schlaf nachts. Mittwoch gab es dann 4 Stunden Schlaf. Und ja, Donnerstag gab es dann nochmal 4 Stunden Schlaf. Und gestern Abend war ich glücklich und zufrieden im Bett um 9 Uhr. Und jetzt wird's besser. Marvin Holzleitner strahlt am ersten Tag. Der Samstag ist traditionell gut gelaufen für dich, oder? Erzähl mal. Ja, das ist so eigentlich wie letztes Jahr. Also die Samstage, die liegen ja, die funktionieren sehr gut.
wie heute. Also wir sind sehr zufrieden, einen zweiten Platz eingefahren im ersten Lauf. Und dafür, dass wir am Donnerstag erst fertig geworden sind, wir haben sehr viel gearbeitet, 3 Wochen durch, kann man sagen. Also wir sind zufrieden, müssen wir auf morgen warten. Okay, was geht morgen noch? Weil du warst ja schon heute auf einem zweiten Platz, warst nah dran am Führenden. Also der Speed scheint da zu sein, oder? Der Speed ist da. Man muss auch ein bisschen auf Sicherheit fahren und wir werden sehen. Morgen haben wir eigentlich wieder dieselben Gruppen, ungefähr. Und dann muss man gucken, was sich ergibt. Also ich will einfach durchkommen unter die ersten 3 ungefähr und dann passt das schon. Eine neue Saison, ein neuer Name. Thomas Prokopowitz ist jetzt Thomas Straub. Herzlichen Glückwunsch natürlich noch nachträglich. Thomas, wie war es heute in Seelow, der erste Tag? Ja, danke erstmal. Ja, ich habe für viel Verwirrung gesorgt, zumindest mit meinem Namen. Ja, und im Rennen selbst, ja, wir arbeiten mit kleinen Schritten uns mühselig nach vorne. Wir haben noch ein paar Sachen im Winter geändert, die jetzt noch nicht hundertprozentig fertig sind. Und da hatten wir auch am Anfang noch Probleme, aber wir sind Step by Step, machen wir Fortschritte. Also ich habe eben vernommen, das ist noch, oder du bist mit dem Motor jetzt noch nicht so weit, wie du eigentlich wolltest, ne? Genau, da hast du richtig mitbekommen. Wir wollten eigentlich schon mit einem neuen Motor starten, aber da sind Teile, die aus England nicht an Land kamen. Und deswegen fahren wir jetzt nochmal mit dem vom letzten Jahr, den wir zusammengewürfelt haben. Aber der ist auch gut. Man kann jetzt nicht alles auf den Motor schieben, muss das Gesamtpaket passen. Aber wir haben noch was im Hintertürchen. Der Samstag in Seelow neigt sich dem Ende. Und ein junger Mann aus den Niederlanden ist total glücklich. Stimmt's, Timo? Ja, war echt geil. Nach dem Start durch Mann in den Ball gedrückt, als Dritter angeschlossen. Und trotzdem geworden, also alles gut. Noch ein bisschen Tempo zu wenig, aber das werden wir morgen versuchen zu finden. Hast du was geändert in diesem Jahr? Nee, gar nichts. Nur, ja, wir haben vorher mal ein Rennen gefahren, das hat sich sehr gut getan. Weiterhin nur überholt. Und ja, eigentlich neuen Motor, aber der bauen den Bowsky erst ein. Wir gehen jetzt auch nur mal sicher und scheint gut zu wirken. So, letzte Frage. Was ist das Ziel? Was ist möglich in diesem Jahr? Was ist das Ziel? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Wir gehen für Top 5 und wir gucken nach Top 3. Aber wir werden alles geben. René Mandl ist zurück und es gibt eine Menge Arbeit. Mensch, was machst denn du? Ja, schon wieder nur Pech gehabt heute. Also ich sag mal, heute Morgen haben wir uns erstmal eingewöhnt wieder. Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren das erste Mal heute im Auto wieder gesessen. Die Umgewöhnungszeit, ja, leider haben wir nur eine Runde Rollout gehabt heute Morgen. So ein Warm-up war das, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Dann erstes Zeittraining. Naja, es haben 2 Sekunden gefehlt, aber ich wusste auch, wo es liegt. Also es war einfach mal die Gewöhnungssache da dran. Und ich denke, im zweiten Zeittraining hat man schon gesehen, dass wir wieder bei der Musik mitspielen können. Auch jetzt im Lauf, das war eigentlich ganz okay. Wir haben geführt und in Führung liegen war dann leider hinten im Diff ist uns ein Flansch abgebrochen. Kann an der harten Strecke liegen, Materialermüdung, weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall versuchen wir es zu reparieren und haben noch was zu tun. Okay, aber das ist dein Auto, was wir kennen. Es ist ein bisschen neu verkleidet worden, es ist alles ein bisschen schöner, ein bisschen bunter. Aber das ist das Chassis, was wir kennen. Genau, das ist das Chassis, was ihr kennt. Das ist jetzt 3 Jahre alt. Mit dem bin ich ja 2 Jahre gefahren. Ja. Ich sag mal, hat neue Farbe gekriegt, ist ein bisschen geupdatet worden, sage ich jetzt mal, dass es eigentlich halten sollte. Jetzt hier beim Differential hatten wir eigentlich vorher nie Probleme. Das ist auch das Gleiche, was noch drin war und hat halt leider jetzt ja, nachgegeben. Sag mir was zu deiner Rolle bei Fast and Speed. Ich sehe sehr viele Werksfahrer hier, viele Fast and Speed Farben. Die Autos sind alle super in Schuss, das ist High Level. Was spielst du für eine Rolle? Bist du nur Fahrer? Ja, die Hauptaufgabe ist natürlich, Fahrer zu sein, aber ich bin natürlich auch da für die Fahrer, wo jetzt frisch in Fast and Speed einzusteigen, denen so ein bisschen Support zu geben, wie muss das Auto eingestellt sein, wie ist eine Grundeinstellung davon und denen einfach so den Schritt dazu zu helfen, dass das alles in Gange kommt und läuft. Okay, du bist der Fast and Speed-Mann vor Ort, der die ganze Saison sich auf jeden Fall auch antut, oder? Ja, ich würde mir wahrscheinlich die Saison antun, ja, ich wollte sagen, wohl oder übel, aber es macht schon Spaß hier und es ist natürlich was ganz anderes als in der Rallye-Szene, wie ich das letztes Jahr gesehen habe, aber es macht auf jeden Fall Spaß, wieder im Autokurs zu sein und die Leute wieder zu sehen und auch die Fans und natürlich jetzt hier gerade in Seelow heimisches Publikum, das macht Spaß. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir drücken dir die Daumen, aber hier wird geschraubt bis in die Nacht, oder? Ja, wir kriegen hoffentlich noch Teile bei, weil wir haben leider keine Ersatzteile oder nicht genau das, was kaputt gegangen ist. Schauen wir, dass wir es hinkriegen. Marcel Schröer steigt endlich in die Autocross-Europameisterschaft ein. Wie war's?
ja, sehr schön. Wir hatten am Anfang erst noch ein bisschen Probleme, um den Speed zu finden, vielleicht noch die falschen Reifen drauf. Dann haben wir ein bisschen was probiert, vom Fahrwerk ein bisschen was verändert. Zeittraining, das zweite, war schon deutlich besser. Und ja, im ersten Lauf war es eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Wir waren Vierter, ein bisschen zu weit rausgekommen, einen Tick aufs Hinterrad bekommen, beide gedreht. Und danach ist der Motor nicht mehr angesprungen. Ist das Niveau hier dann doch schon deutlich spürbar anders als alles das, was du bisher gemacht hast? Ja, doch, das ist eine ganz andere Klasse hier. Man fängt erstmal ganz hinten an, man bleibt da vielleicht auch erstmal, aber es macht riesig Spaß, solche Strecken mal zu fahren. Es ist kein Vergleich zu dem, was ich sonst vorher gemacht habe. Und wir sind da ganz positiv gestimmt eigentlich. Aber ich denke, ohne das, was du vorher gemacht hast, wärst du auf diesem Niveau hier nicht unterwegs. Nee, das hätten wir sonst auch nicht gemacht. Wir sind letztes Jahr im NRX Cup gefahren und da sind wir Meister geworden. Das erste Uelzenrennen haben wir dann auch gewonnen und da haben wir gesagt, wir machen es jetzt einfach mal. Es war immer mein großer Traum, einmal Europameisterschaft zu fahren und ja, wir schauen mal. Gibt es noch weitere Pläne für dieses Jahr, ganz ehrlich, realistisch? Vielleicht noch ein EM-Rennen mehr, müssen wir mal schauen und wie es zeitlich natürlich immer passt. Aber ich denke, man wird sich nochmal wiedersehen hier, ja. Nico Reding strahlt. Mensch, heute ist der Knoten geplatzt, mein Lieber. Heute ist richtig gut gelaufen, ja, der Start war richtig gut. Ja, und nachher habe ich ein bisschen kämpfen müssen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber ansonsten lief das richtig gut, also, wir haben gute Arbeit gemacht dieses Jahr. Du hast mir ja gestern schon deinen neuen Dämpfer gezeigt, mal, was du hier so eingebaut hast. Ich glaube, das war ein Schritt, oder? Ja, das ist schon ein Riesenschritt, was die Leute da von MR Motorsport aus Belgien da gemacht haben, mit den Federn alles. Also richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, du bist total gelöst und es ist alles super und es ist alles heile, oder? Ist alles heile, ist nichts kaputt gegangen, also wir haben gar keinen Schaden. Richtig gut, keine Hitze, nur 90 Grad bei den Motoren, also richtig gut gelaufen. Nach diesem Interview-Marathon, liebe Zuschauer, da kümmern wir uns jetzt aber mal ums Rennen. Das erste Halbfinale stand an und da sind die beiden Tschechen, die alles hier beherrscht haben in den Vorläufen. Also wenn da einer Geld gewettet hätte, der hätte definitiv auf Nikodym oder auch auf Waniek gesetzt. Denn die beiden fuhren in den Vorläufen komplett in eine andere Liga. Aber was passiert denn da? Da ist der Marcel Schröer in seinem ersten Halbfinale in der Autocross-Europameisterschaft, zeigt allen eine Nase und geht in Führung. Waniek, also Milan Waniek hier auf 2 und Peter Nikodym auf 3, die wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, denn die haben gesagt, dieses Ding hier schaukeln wir mal locker nach Hause. Und dann kommt da so ein No-Name, so ein junger, frecher Bursche aus dem hohen Norden Deutschlands. Aber gut, es dauerte nicht lange, da hat Milan Waniek dann mal gesagt, okay, jetzt ist aber gut mit dir, mein lieber Marcel Schröer, jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Schnellste ist. So, fährt vorbei, das war nicht ganz so einfach und Marcel Schröer lässt sich da auch nicht wirklich abhängen. Peter Nikodym muss sich richtig strecken, dass er da auch hinterherkommt und dann fährt er aber in der Zielkurve vorbei. Und Marcel Schröer bleibt auch hier am Heck. Also da hat er auch in jeder Runde gelernt. Gute Botschaft, er fährt auf jeden Fall ins Finale. Dann das zweite Halbfinale mit Timo Pähler, mit Mario Gratwohl und mit Kevin Peters. Und tja, und natürlich auch mit dem Deutschen, mit Steven Laubach. Und der macht hier einen riesigen Fehler. Das hat er im Vorlauf schon mal gemacht an dieser Stelle. Also das war nicht sein Wochenende. Das können wir mal sagen und ich nehme es vorweg. Er wird am Ende 15. Nur 15. für den schnellen Deutschen, der Europameister werden möchte. Und da ist das natürlich ein Auftakt zum Vergessen. Timo Pähler fährt das Rennen seines Lebens in der Europameisterschaft. Ausrufezeichen. Er macht das so gut. Er legt sich mit jedem an. Er geht keinen Zweikampf aus dem Weg und der Kevin Peters weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Denn in den Vorläufen hatte der alles sauber im Griff und jetzt kommt dieser Rotzlöffel aus den Niederlanden und fährt da vor ihm hier nach Hause. Also das ist richtig gut. Marvin Holzleitner ebenfalls gut mit dabei. Max Schahnen in dem Moment jetzt gerade auch noch mit dabei. Ja, und da ist auch ein sehr gut aufgelegter Ed van Asten im JVDC-Buggy, der auch sehr viel Pech gehabt hat, der eine super Grundschnelligkeit hat, das muss man sagen, aber der es dann doch nicht geschafft hat. Ja, und der Kevin Peters, der versucht es überall rechts und links, aber Timo Pähler, und ich sage Glückwunsch, ne, das ist super, den musst du erstmal hinter dir halten. Dann das Finale, liebe Zuschauer. So, und jetzt waren natürlich alle super, super gespannt.
Milan Warneck vorne, Nikodem vorne und Timo Pehler vorne. So, im Moment ist für Timo Pehler hier alles noch in Ordnung und dann holt er sich hinten rechts den Plattfuß. Haben Sie es gesehen? Da ist schon nicht mehr alles in Ordnung und so ist das nun mal. Extra neues Gummi aufgezogen, extra neue Michelins bei Bram Hoekstra bestellt, aber so geht das natürlich dann nicht. Marcel Schröer ihm auf den Fersen, da ist er schon wieder Zweiter, der junge Deutsche. Dann Milan Warneck, dann Kevin Peters, dann Marvin Holzleitner. Und jetzt geht das hier drunter und drüber. Und ich sag's Ihnen, Sie wussten nicht, wo Sie hingucken sollten. So viel war da los in jeder Kurve. Der Kevin Peters ist auch nicht so ganz zimperlich gewesen im Finale, das muss man sagen. Aber die Stewards haben gesagt, alles okay. Und von daher gesunde Härte. Das kann noch was werden, diese Saison. Das halte ich jetzt an dieser Stelle schon einmal fest. Timo Pehler wehrt sich, aber es war klar, ganz lange kann er da nicht mehr mithalten. Sein Buggy von Latja Hanak ist natürlich sehr stabil, das kommt ihm hier zugute. Aber jetzt fallen sie dann über ihn her. Zunächst Kevin Peters, dann Milan Warneck und dann Peter Nikodem, der uns hier mitnimmt. So, und da ist der Marvin Holzleitner vorbei an Marcel Schröer. Und dann ist Warneck raus. Warneck verliert hinten rechts, ich weiß nicht, seinen Dämpfer, die Aufhängung, kann nicht mehr mitfahren. Also für ihn ein Wochenende zum Vergessen, denn auch der möchte Europameister werden. Wen wir nicht, überhaupt nicht vergessen dürfen, das ist Mario Hanneken, der sich so ganz klammheimlich, still und leise mit ins Finale hier katapultiert hat. Und auch er hat ja ein neues Auto von Ladislav Hanak, was, glaube ich, Bernd Stubbe zu Ende gebaut hat. Und der fährt schlussendlich dann auf Platz 7. Was war mit Markus Wibbler? Der war ja auch im Finale. Und der fährt da auch noch irgendwie mit rum. Aber der Hammer, Kevin Peters, gewinnt wie im Vorjahr. Nikodem auf 2 und Marvin Holzleitner auf 3. Well, the weekend was very, very good. The time in practice was third place, as in the first heat won, second heat won, but in the third. Also Kevin Peters beschreibt das Wochenende und er sagt, wie er so in den Läufen war. Und er freut sich natürlich tierisch. Also er geht hier als Führender punktgleich mit Peter Nikodem ins nächste Rennen. Marcel Schröer bei seinem Einstieg liegt auf Platz 3 in der EM-Tabelle. Das ist sensationell. Tja, Bernd Stubbe, ich glaube, in Selo kann ich immer die gleichen Fragen stellen. Die Trauben hängen sehr hoch und morgen gibt es richtig was zu tun, stimmt's? Ja, ersten Lauf Start verloren, zweiten Platz, erste Kurve, ja, Kubicek geschnappt, innen durch. Ja, dann waren wir Erster und dann hinten Kurve war ein derbes Loch, habe ich nicht gesehen, Hinterrad reingehakt, Reifen von der Felge gesprungen, dann ist vorbei, dann kannst du nichts mehr machen. Aber der Speed ist da, hoffen wir, und dann morgen mal von hinten kommen, alles geben. Cuplauf fahren und dann gibt's Gas. Ganz genau. Ich meine, die Zuschauer freuen sich natürlich drauf. Bist du mit dem Auto schon so verwachsen, wie das mit dem alten Auto auch war? Wird jeden Lauf besser, sag ich mal so. Also, wir haben noch nicht so viel Zeit gehabt zum Testen. Wir haben zweimal gefahren vor Selo. Aber das Auto fährt gut, bin zufrieden und ja, wir verbessern jedes Mal was, aber wir müssen erstmal alles lernen, wie es alles funktioniert mit dem Mittelmotor und das ist halt alles neu für uns und das. Aber es kommt. Also Flo Tafanigi, der mit einem neuen engine, Auto hier antritt, mit einem Heckmotor, Fast and Speed Werksfahrer ist er ja. Great, völlig neues Konzept. Yeah, und nach dem ersten Renntag ist er hier der schnellste bei den Superbuggies. Er sagt, das ist nicht zu erwarten gewesen. Er wollte hier nicht herkommen, um hier vorne wegzufahren. Das nimmt er natürlich gerne in Kauf. Aber er sagt, ich bin noch gar nicht so richtig verwachsen mit dem Auto. Das sind noch nicht 100%, da geht noch viel, viel mehr. Das weiß ich ganz genau. Aber wenn man in seine Augen schaut, dann sieht man natürlich, da strahlt alles. Er ist total glücklich und er hat einen riesen Spaß mit diesem Fast and Speed Buggy. Because the car is really fast. I was a little worried after the first time practice because the feeling was not nice. I had my feeling on this track with my older car and ja, er hat sich also same, so auch gerade nach dem zweiten Zeittraining sehr viel weiterentwickelt und er ist jetzt wohl da, wo er so hin wollte und er hofft, dass er morgen aufs Podium fahren kann. What's possible tomorrow? Podium? Yes, it's the target, the podium. Big points for the championship. Mediasport hat einen neuen Sponsor. Es war der erste Sponsor, Fast and Speed, und jetzt seid ihr wieder mit dabei. Aber ihr seid in neuer Besetzung. Fast and Speed in ganz neu. Bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Goedendag, ik ben John Verberg. Ik kom uit de Nederlanden. Ik doe 20 jaar autocross in Holland. En nu rijd ik dit jaar tourwagenklasse op de NK. En wij hebben 4 maanden geleden met mijn vriendin Mariska Faster Speed overgenomen van Johnny Hakvoort. Okay, das heißt, ein großer Name wird neu belegt. Jetzt stell du dich bitte vor und was ist deine Rolle in der Firma? Hallo, ich bin Mariska, die Freundin von John und wir haben Faster Speed overgenommen. Ich sitze in die Factory zusammen mit Gijs und wir produzieren und die Administration mache ich da und ich unterstütze, was das nötig ist. Okay, das heißt, ihr habt eine riesige Aufgabe übernommen, einen riesigen Betrieb. Was mir sehr gut gefällt, das ist keine halbe Sache. Wenn ich sehe, wie viele Werksautos hier rumfahren, ist das richtig gut. Und die sind sehr gut ausgestattet. Das Material muss passen. Ist das die Linie von Fast & Speed? Gute Qualität, guter Preis? Ja, ich will eigentlich nach einer guten Qualität und der Preis, ein hoher normaler Preis, dass ich gut kann konkurrieren gegen die anderen Firmas, die auch Autos machen. Okay, und du passt darauf auf, dass alle die Rechnungen bezahlen, ist das richtig? Das ist richtig. Dann sage ich nochmal herzlich willkommen beim Mediasport. Wir sind auch ein bisschen stolz, dass ihr mit uns zusammenarbeitet und wir werden noch ganz viel Spaß haben dieses Jahr, okay? Okay, danke. Gut. Tja, Mike Bartlen ist auch wieder dabei. Der Porsche hört sich wie immer sensationell an und ich frage nach, wie er sich fühlt und er ist an diesem Samstag total glücklich, hat einen sehr guten Speed, war glaube ich schnellster am Samstag sogar. In diesem Lauf, beziehungsweise ich glaube, er war kurz hinter Grenches und er ist wirklich voller Hoffnung, rechnet natürlich auch mit Johnny Foyard, aber auch mit Grenches. Und er sagt also, ich bin also auch wirklich an einem Punkt, wo ich mich sehr gut auf das Auto eingestellt habe und ich denke, da wird es also auch noch ein bisschen schneller werden. Faster. It was possible for you to go faster if you had free track. Yeah, if I have free area, maybe a little bit faster. But we work a little bit on the speed. I think it's possible. It's always possible to be faster, but the basic is very good. So. Und dann kommt der Willi Albers nach Selo und bringt das älteste Auto mit, was er hat. Warum? Dass der neue nicht fertig ist und wollte auf letzten Moment nicht mit neue hierhin kommen. Alles so viel Stress, um das fertig zu machen. Aber im letzten Moment haben wir das alte Auto wieder aufgebaut. Aber der ist auch gut. Der ist sehr gut. 2,3 Liter Turbo muss wohl gut sein. Du kannst ja jetzt vergleichen, 2,3 Liter Turbo und 1,7 Turbo in dem neuen. Ist das ein riesengroßer Unterschied? Ja, ist so ein Unterschied, dass der 2,3 fährt normal gesprochen was einfacher, omdat er van onderaus wat meer leistung had. Er had wat meer drehmoment, of veel meer drehmoment, als de 1700er. Maar de 1700er had dat voordeel, er kan wat meer drehzahl ertragen. Dus man had wat een breitere, wie zeg ik dat in Deutsch? Ja, nutzbaarheid, ja. Ja. Also, das heißt, da kommt ein neues Auto, weil ich glaube, das vom letzten Jahr, was du getestet hast, ist zerschnitten und ihr habt alles nochmal neu gemacht mit Hans des Mahlen zusammen wieder. Ja, zusammen mit Hans gemacht. Wir hatten da ein kleines Problem, der andere war etwas höher geworden. Hatten wir Angst, dass wir in Nierad nicht unter der Brücke durch konnten. Und da haben wir gesagt, wir machen mal eine neue. Und naja, da war der Absprach, da waren zu viele kleine Dinge, was von Anfang nicht gut waren. Und da haben wir gesagt, wir machen einfach das Auto neu. Und da haben wir richtig auf eine gute Manier gemacht. Wir haben den Rahmen gezeichnet vorher. Eigentlich die Konstruktion durchlassen rechnen in England bei der Mira. Und so, dass da richtig eine Homologation auf dem Auto ist. Und dass wir auch leichter bauen können. Okay, werden wir das Auto dieses Jahr noch sehen? Ich hoffe in Bauska. Okay, ich drücke die Daumen. Was geht hier noch in Selo? Ja, da passiert noch wel was. Ich muss erst noch ein bisschen üben. Den ganzen Winter geschlafen und das Auto kam mal auf halb Gas. Dus da war eigentlich zu wenig Leistung. Dus wir sind mal probieren jetzt und gucken, was wir für morgen da haben.
Na gut, dann gucken wir natürlich mal genau hin. So, hier ist jetzt der dritte Vorlauf, wenn ich das richtig sehe. Bernd Stubbe musste diesen Vorlauf gewinnen, um nach ganz viel Pech in den ersten beiden Vorläufen, da ist er einmal mächtig abgeschossen worden von Janis Boogs, dann noch ins Halbfinale einzuziehen. Und da sieht man es schon, die Köpfe hängen. Er wird 21. und ist damit nicht qualifiziert für die Halbfinals. Eine riesen Enttäuschung bei seinem ersten Auftritt mit dem neuen Auto in der EM. Da war aber ganz viel Pech dabei. Also da geht noch ein bisschen was, da bin ich sicher. Dann das erste Halbfinale. Ja, und dann kriegt Erwin Skrenčić wahrscheinlich sehr große Augen, denn der hat alles beherrscht hier in den Vorläufen. Und jetzt kommt Mike Bartlen und David Schwinnen, der amtierende französische Meister. Und auch der setzt sich vor Skrenčić, genauso wie Johnny Voyard. Und dahinter, da ist Marcel Bleicker, ein weiterer Deutscher, im Moment die deutsche Speerspitze, wenn der Bernd Stubbe nicht dabei ist. Denn auch André Hinnenkamp konnte sich nicht qualifizieren für das Finale. Bartlen, und hier zeigt er das, was er eben im Interview gesagt hat. Sie haben ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Feintuning gemacht. Die Basics sind da, und jetzt und hier zeigt er mal, wenn er freie Bahn hat, wie das nach vorne geht. Aber David Schwinnen, der Franzose, macht einen riesigen Job in See. Und er war noch nie in seinem Leben da, war noch nie in der Europameisterschaft, außer bei den beiden französischen Rennen natürlich. Und geigt hier gleich vorne mit herum. Er fährt ein Peters Autosport Buggy mit zwei Motorradmotoren. Und die sind so super synchron, du denkst, da läuft nur ein Motor. Also das passt vom Feinsten. Und er selber weiß auch unbedingt, wo das Gaspedal ist. Und da gibt es nicht so die besten Manieren zwischen Johnny Voyard und zwischen David Schwinnen. Die beiden Landsleute, die gehen da überhaupt nicht zimperlich miteinander um. Und das kommt dabei rum. Ich würde mal behaupten, Johnny Voyard macht das eigentlich nicht. Ich vermute, da ist mit Sicherheit irgendwas an der Bremse gewesen oder sonst ein Problem. Denn so schießt er keinen Mitkonkurrenten ab. So, Marcel Bleicker, der wehrt sich hier gegen Willi Albers. Und das ist schon eine Riesennummer, aber der hat natürlich mehr Leistung. Marcel Bleicker im Honda V6 macht das aber hier gut. Vorne fährt ein anderer auf und da vorne, Mike Bartlen, lässt sich das nicht mehr nehmen und Skrenčić nur auf der 3. Der hat, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, alle Vorläufe gewonnen, souverän, und jetzt kriegt er die erste Watschen. So, das zweite Semifinale, und da ist der Flo Tafani und fährt mal vorne vorweg. Die Nummer 6, das ist Jakub Kubicek, der hat jetzt einen 4-Liter V6-Motor, fühlt sich pudelwohl, aber der hat noch nicht alles gezeigt, denn sein Getriebe streikt. Der hat zwischenzeitlich nur 2 Gänge zur Verfügung und dafür sieht das doch schon ganz ordentlich aus, oder? Also lass dem mal ein neues Getriebe eingebaut haben, und die Pläne dafür gibt es schon. Der wird wahrscheinlich beim nächsten Lauf zur tschechischen Meisterschaft in Dovapaka, den wir auch bald hier auf Mediasport übertragen werden, schon ein neues Getriebe haben, und dann werden wir mal sehen. Stettina auf der 3, Horak auf 4 in dem Moment. Und Keschka auf der 5. So, Janis Boogs, der ja in einem der Vorläufe einen ganz schweren Battle mit Bernd Stubbe hatte und ihn regelrecht abschoss. Aber sei es drum, so ist das nun mal. Also es gewinnt hier mal Flo Tafani. Und dann sind sie qualifiziert und stehen in der ersten Reihe. Mike Bartlen, Jakub Kubicek und Flo Tafani. Skrenčić übertreibt wieder mal, fährt Kubicek hinten drauf, aber das Hoshek-Chassis, das ist so stabil, da gibt es überhaupt kein Problem. Bartlen hier mit Getriebeproblemen. Er hat hinterher gesagt, Mensch, ich konnte gar nicht mehr richtig schalten, sonst wäre ich viel, viel besser gewesen. Und Flo Tafani nutzt das aus. Und David Schwinnen, der französische Meister im Peters Autosport Buggy, fährt hier auf Platz 2. Sensationell, den hatte überhaupt keiner auf dem Zettel. So, Skrenčić drückt und möchte natürlich vorbei. Der will erklärt Europameister werden. Und jetzt, wo sein Lieblingskonkurrent Bernd Stubbe schon nicht mehr dabei ist, ja, da sieht er natürlich alle Möglichkeiten, aber er schafft es nicht. Dann hat David Schwinnen hinten rechts einen Plattfuß. Tja, Stettina ihm auf den Fersen, dann Kubicek. Skrenčić fällt immer weiter zurück.
Also da war schon Alarm. Und hier sieht man es jetzt mal aus der Sicht von Jakub Kubicek. Da gibt es einen Überschlag, dann etwas Verwirrung und dann die rote Flagge. Und weil die Spitze schon 5 Runden gefahren hat, wird gewertet. Aber nicht so, wie es hier bei der Flower Ceremony war. Flo Tafani sagt, er hat Big Points geholt, viele, viele Punkte. Er hat viel gelernt mit dem Auto an diesem Wochenende. Er hat nicht damit gerechnet, hier das Rennen zu gewinnen. Er hätte gerne sicher auch noch ein paar Runden mehr gefahren, aber gut, das ist dann halt eben so. Ein super spektakulärer Auftakt zur Autocross-Europameisterschaft, liebe Zuschauer. Das macht Lust auf mehr. Ich freue mich schon auf die beiden baltischen Rennen, die dann jetzt bald kommen. In der nächsten Woche werden wir die tschechische Meisterschaft haben. Bis dahin sage ich tschüss, ciao und bye.